Hi Leute, Jerry mit einer weiteren Folge von Pascal's Wager, und zwar der Folge, in der wir jetzt endlich diesen Boss besiegen werden. Ich habe jetzt ein bisschen gelevelt, ihr seht schon, wir haben statt 900 Leben, haben wir 1542. Terence hat auch nochmal ordentlich HP dazu bekommen. Ich glaube, ich habe 25 Level ungefähr gemacht, irgendwie sowas. Ich bin ein wenig heiser von der neuen Arbeit, weil ich da doch ab und zu ein wenig mal lauter reden muss. Okay, hervorragend. Also das ist jetzt erstmal der Probe-Run. Das wird jetzt auch nicht der First Try werden. Das wird auch noch ein ganzes Stück dauern, bis ich den besiegen kann. Weil der ist, wie gesagt, der ist echt hart. Der ist, not gonna lie, richtig hart. Aber ich habe ein paar wertvolle Tipps bekommen. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich die auch anwenden kann. Okay, hat jetzt gerade auf Sichel gewechselt, glaube ich. Dann laufe ich jetzt vor dem weg. Lass auf mich schießen. Jetzt ist wieder der Speer draußen. Jetzt muss ich wieder ran. Und ran, 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 ran. Jetzt ist wieder Sense. Haha, Sense, versteht ihr? Ah! Ich kann leider nicht so laut und hyper, wie ich sonst so bin. Ah! Oh mein Gott. Ich hasse die Sense. Ich muss wirklich wieder weglaufen, wenn die Sense draußen ist. Ist jetzt Speer? Ich habe noch nicht gesehen, wann er wechselt. Jetzt müsste... Ne, jetzt ist immer noch Sense. Also schön Langkeiten, schön Langkeiten, schön Langkeiten. Jetzt ist Speer, oder? Oh mein Gott. Fuck. Okay, das sind die Panic Rolls. Wie gesagt, ich muss den jetzt erstmal lernen. Das ist jetzt ein Lernprozess. Bei ihm schaffe ich natürlich... Naja gut, nicht sofort alles auszuweichen, aber... Ups, da war einer zu viel. Ha! Ich kann die ganzen Angriffssets noch nicht... Von dem auswendig. Noch lange nicht. Ich weiß nur, dass wenn Sense, dann schlecht. Und wenn Speer, dann gut. Weil Speer ist leichter auszuweichen als die Sense, weil die Sense trifft halt 12 Mal. Gefühlt. Da ist immer noch die Sense. Das heißt, wir laufen weiter im Kreis. Ladidadida. Immer noch Sense. Bitte wechseln Sie. Ah, drängt mich in die Ecke. Ist jetzt gewechselt? Ja. Au! Angeschossen. Woo! Da war ein Schlag drin. Oh, das ist ein Attack gewesen, aber der macht wenigstens nicht so viel Schaden. Oh mein Gott, der wechselt wieder auf die Sense. Das ist eine hodenlose Frechheit. Ich glaube das nicht. Au! Okay, nochmal. Wisst ihr was? Ich stürze mich da als erstes erstmal rein. Ich werde eh ewig brauchen, bis ich den gut fighten kann. Oh. Okay, da muss ich weg. Weil die leuchtende Sense, die mache ich gleich doppelt nicht. Weil die leuchtende Sense ist viel zu stark. Viel zu stark. Okay. Wenn deine Sense leuchtet, bin ich nicht da. Bye. Jetzt wird's aber Quatsch, ne? Du weißt es selber. Wechsel auf den Speer! Wechsel! Do it! Do it! Hat er? Ja. Oh! Hey! Ho! Ah. Ach, da weiß ich nicht. Beim letzten weiß ich nicht, wie man dem ausweichen soll. Oh mein Gott, please. Wie kann man denn permanent die Sense draußen haben? Wow, wow! Keine Stamina. Nicht gut. Und deswegen sollte man die bei der Sense einfach weggehen. Weil du kannst der Sense halt nicht ordentlich ausweichen. Weil die einfach so häufig trifft. Boop. Aber na gut. Ich stürme da jetzt mal rein. Bring den jetzt einfach um. Oh mein Gott, er hat seinen Arm weggezogen. Ach, so klein. Wieso ist seine Hitbox so klein? Er ist riesig. Boop. Oh nein. Ich bin tot. Ja. Wenn er dich einmal hat, dann bist du einfach tot. Okay, das war der erste Versuch. Ich übe jetzt ein bisschen und wenn wir bei der Hälfte der HP sind, ungefähr schalte ich wieder ein. Oder wenn ich zuversichtlich bin, dass ich ihn vielleicht möglicherweise tot kriegen kann. Okay, ich habe ihn im zweiten Versuch direkt auf die Hälfte der HP gebracht. Ich werde ihn jetzt nicht besiegen wahrscheinlich, aber ich habe mit Geralt guten Damage gemacht. Und wenn ich das weiter so hinkriege, dann sehe ich tatsächlich Hoffnung für den Fight. Weil ich muss zugeben, die letzten paar Male habe ich gedacht, ich muss hier das Let's Play abbrechen, weil ich
nicht weiß, ob ich den besiegen kann. Ich meine, ich hätte ihn bestimmt irgendwann besiegt, aber die Frage ist halt auch, will ich da 10 Stunden Training reinsetzen, wenn ich aber in der Zeit 2 Spiele durchspielen könnte. Okay, wir bleiben mal fokussiert. Versuchen so viel Schaden mit dem Heavy Attack wie möglich zu machen, weil der Heavy Attack ist eigentlich eine gute Möglichkeit von der Range. Und oh Jesus, wieder auf Sense gewechselt, dann sind wir jetzt wieder Audi. Das habe ich mit Gerald auch gemacht, das hat gut funktioniert. Gerald ist halt wesentlich schneller. Der kann viel besser vor dem Wegrennen. Sollte aber machbar sein, auch mit Terrence, auch wenn der halt eher wie so eine Ente läuft. Also sehr gemächlich und sehr watschelnd. Komm, wechseln wieder auf Speer. Das ist ein Speer, ja, aber das war nicht gemeint. Ja, nice, okay. Ich kann wieder. So, was kommt jetzt? In Stich. Hä? Und bam. Und meine Sanity droppt langsam. Das heißt, er wird gleich mutieren. Au. Au. Ah, shit. Der dritte Schlag von der Combo. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Und es wechselt wieder auf die Sense. Ist ja schön. Aber wenn ich den noch ein, zwei Mal schlage, dann ist der ja eh im Mega-Mörder-Wahnsinns-Modus. Oh, ich hätte gehofft, das ist einmal. Oh, Jesus. Da kommt noch mehr. Jetzt aber. Wahnsinn. Okay. Ach, der mutiert jetzt nicht. Oder was? Okay. Der ist schon crazy genug, ja? Ich meine, ich gebe ja nicht Unrecht. Also man muss auf jeden Fall den Gegner abvisieren, dann ist man nämlich schneller. Hat er jetzt auf Speer gewechselt? Ja. Oh oh. Woo! Und jetzt hinterher. Bam! Guter Damage. Und ausweichen. Und auf die Stamina achten. Oh, oh, da kommt der Speer. Heavy Attack. Mehr kann ich mir nicht leisten. Ich rolle immer zu weit weg, glaube ich. Ich glaube, ich müsste näher dranbleiben. Ach stimmt, der macht er dann nur mit dem Buckler. Mit der Tarsche. Ach, schön, schön. Nochmal ran. Nochmal ran. Gut. Die Rage schön benutzt. Ich habe jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Höp. Trifft mich nicht. Jetzt kann ich potten. Okay, jetzt ist wieder Sense. Also, ich muss echt aufhören, das zu sagen. Er hat wieder die Sense. So. Läuft langsam auf mich zu. Ey, ich sehe tatsächlich Hoffnung, dass wir den jetzt in dem Try versuchen können zu besiegen. Das wäre natürlich ein Traum. Ist der Speer wieder draußen? Ja. Ich will aber noch hier aus der Wand raus. Oh, jetzt. Bam. Und noch einer. Bam. Leider nicht gestaggert. Das wird, genau, wird mich treffen. Das aber nicht. Das aber, ja, okay. Abstand. Sense, okay. Laufen, 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 laufen. Jetzt kann ich potten. Jetzt schießt er wieder. Ich sehe nicht, was er draußen hat. Die Sense hat er draußen. Weil er kann ja wie ein Bloodborne seine Sense hochklappen, hat und Speer. Gibt es eine Waffe, die das macht in Bloodborne? Ich weiß es gar nicht. Oh, Bloodborne. Also die Chance, dass Bloodborne-Content kommt auf dem Kanal, ist übrigens gewaltig gestiegen, dadurch, dass ich jetzt die PS5 habe. Vielleicht machen wir da mal noch einen Stream zu, ein oder zwei. Halt kein Story-Stream dann, sondern eher so ein ich spiele das Game mal durch-Stream. Gucken wir mal. Weiß ich noch nicht. Also das schaffe ich eh nicht in einem Stream, so krass bin ich nicht. Wobei ich in Bloodborne immer alles erkunde. Ich weiß nicht warum, aber Bloodborne ist das einzige Game, wo ich immer wieder alles erkunden kann. Und mir nicht merke, wo was ist. Den Anfang kann ich ziemlich gut auswendig, aber danach... Puh. Ach, so ein gutes Game. Egal, Konzentration auf das Game hier. Ich darf jetzt nicht abschweifen. Seine HP sind sehr gering. Ich würde mich in Arsch beißen selbst, wenn der jetzt nicht stirbt. Deswegen muss ich mich konzentrieren. Ah, scheiße. Und sofort Schaden bekommen. Letzter Potion. Haha. Ah. Nein. Und schon wieder die Sense. Eieieiei. Mal gesundes Elixier trinken. Regeneriert ein bisschen HP. Gesundheit. Sogar relativ gut eigentlich, ne? Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Nicht wahr? Oh, jetzt leuchtet seine Sense auch noch.
Da will ich auf keinen Fall drinstehen. Fokussieren. Denk dran, das ist der zweite Versuch heute. Ah, shit. Oh, und vielleicht... Wäre natürlich nice, wenn es auch gleichzeitig der letzte wäre. Gleich nochmal reinpotten. Und gleich nochmal reinpotten. Die Verteidigungselixier. Oh! Yes! Und Schlag! Und Schlag! Einmal getroffen. Viel HP hat er nicht mehr. Ich, mehr oder weniger schon. Oh, das könnte sein! Das könnte sein! Oh mein Gott, er hat sich einen Schritt nach hinten bewegt. Oh mein Gott, wir haben ihn. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, wir haben ihn. Meine Scavengers won't stop chasing until Hendor's Knights are eliminated from Ixiasaria. Ich habe den Puls. Ich kann mich nicht so laut freuen. Nicht, weil irgendwie jemand geweckt wird. Es ist 8 Uhr morgens. Nee, 9 Uhr morgens. Aber mein Hals. Aber ich kann es nicht glauben. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz dringend dem Knights Martorias danken, der mir Stats abgeglichen hat. Und der gemeint hat, Alter, du hast so wenig HP. Also in einem wesentlich freundlicheren und zivilisierteren Ton. Aber im Prinzip war die Message, Alter, du hast so wenig HP, what the fuck are you doing? Und dann hat er mir noch erklärt, ey, wenn du den Gegner abvisierst, bist du wesentlich schneller. Probier das mal, das hilft. Dann liegt der in ein paar Versuchen. Und du hattest recht. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und ich drücke jetzt hier... Ach, das ist der Aufzug. Okay, Moment, da drücke ich noch gar nichts. Hier kam ich her. Ich habe jetzt so auf dem Kreis gedreht, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ach, das ganze Ding ist der Aufzug. Ach so. Ich schätze, dann will ich nach oben, wa? Ich meine natürlich auch unten. Scheinbar ist nur das kleine Ding hier der Aufzug. Ich bin ja doch ein wenig überrascht, jetzt hier sein zu dürfen. Ach nee, und jetzt sag nicht... Ach, du meine Fresse, ist das cool. Das kann man bestimmt Speedrun breaken. Das ist der Eingang direkt neben dem... neben dem Speicherding. Da, wo ich mich lange Zeit gefragt habe... Lange Zeit, wir waren jetzt eine Folge hier. Oder zwei. Wo ich mich jetzt gefragt habe, wie kommt man da lang? Und es ist einfach... Nach dem Boss. Ich dachte, das ist irgendein Rätsel, das ich nicht gelöst habe. Hab mich schon gewundert, warum sich keiner beschwert hat. Wo ist denn da? Was ist denn da hinten? Was ist denn da hinten? Gibt es hier noch irgendwas? Ich weiß auch nicht, wie man die Rüstung bekommt. Vielleicht braucht man dafür so und so viele Seelen. Hier ist eine Truhe. Und nicht der Tod. Ach, wir sind hier draußen. Ja, ich erinnere mich. Da waren wir auch schon mal. Da bin ich in die Sackgasse reingelaufen und habe mich gewundert. Da ist ja gar nichts außer Gegner. Ebbinghauses Essenz. Wahrscheinlich ein Quest-Item sein. Vielleicht da. Ebbinghaus erschuf diese Essenz aus hochkonzentriertem Seelenflusswasser durch ein Experiment, dessen Ziel es war, das Leben durch die Unterdrückung des fleischlichen Verfalls zu verlängern. Nach Ebbinghaus Verschwinden wurde die Methode zur Herstellung dieser Essenz bekannt. Nachdem er verschwunden ist, wurde die Methode bekannt, aber er hat es doch erschaffen. Wie hat der Manuskript hinterlassen, ja? Oder im Transkript? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Transkript und dem Manuskript? Wenn mir das jemand in den Kommentaren erklären könnte, das wäre ganz toll. Ich versuche nämlich immer wieder, ein bisschen schlauer zu werden. Was nicht heißt, dass ich mir die Sachen merke, aber ich merke mir die dann immer so zwei, drei Tage und dann fühle ich mich richtig schlau. Schlamm! Gut, Schlamm ist halt Schlamm, ne? Ich höre irgendwas rumwatscheln. So, sag mal, bin ich jetzt eigentlich... Okay, ich komme. Oh, du bist das. Du bist der Blondie, oder? Those monsters. They didn't follow you, right? Huh. Do you remember me? Looks like a lot of things happened up there. It's been worse than I thought. It's too dangerous. You shouldn't dangerous. Stay here. Don't worry. I can take care of myself. By the way, let me tell you some good news. I finally found a mechanism that opens the wall of silence. However, those selfish guys hit the mechanism's control lever and gear wheel separately. Are you willing to help me out? Ja klar. I'll do my best. Thank you. The people of Ichthyosauria will be grateful. And since we're friends now, take this. Good luck.
I found it somewhere else. Hmm, consider it recycling. Was ist jetzt, eine Leber? Ach, Meereszahnknochen. Finde den Kontrollhebel und das Zahnrad. Das Zahnrad habe ich. Aber wo kriege ich den Kontrollhebel? Oder habe ich den auch schon? Und hab's nur nicht bemerkt. Du musst das verschwundene Zahnrad und den Hebel finden, um den Mechanismus aktivieren zu können, der die Mauer des Schweigens öffnet. Okay. Gut. Wie gesagt, Zahnrad habe ich schon. Hallo? Spiel? Jetzt. Hier, genau, Zahnrad habe ich. Fehlt nur noch der Hebel. Ich habe irgendwas Neues bekommen. Ah. Abwehr plus 25, okay. Naja. Brauche ich nicht so wirklich. Jetzt kann ich wieder auf Damage gehen. Jetzt haben wir den schwersten Boss im Spiel besiegt. Schätze ich? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich nur schwer beurteilen. Komme ich jetzt noch irgendwo hier weiter? Außer bei der Tür, logischerweise, klar. Aber wenn ich jetzt hier runtergehe, ich werde absichtlich nicht darunter springen, weil dann sterbe ich einfach sofort. Da habe ich gar keine Böcke drauf. Glaub, wir gehen mal einfach hier zur Tür. Und gehen da rein. Okay, tatsächlich. Ah, einfach nur eine Transition. Einfach nur, dass wir in den nächsten Abschnitt des DLCs kommen. Und ich hoffe nicht, dass der nächste Boss noch schwerer wird. Ich hoffe, der nächste Boss wird wieder ein bisschen angenehmer. Ich hätte ehrlich gesagt gerne mal einen Altar. What the fuck ist das? Ich meine, ich würde gerne fragen, ob es Schnee ist, aber ich weiß, dass es kein Schnee ist. Es ist 1000%ig, ist das Asche. Sieht aber schon irgendwie cool aus. Hat viel von Yharnam jetzt wieder. Ja. Ich wünschte, die Render Distance wäre ein bisschen größer. Ist das ein Shortcut? Nach unten. Ich hätte jetzt eher gedacht, wir fahren nach oben. Okay, da ist. Dem geht's nicht so gut. Wir reden mal mit dem. Hey. Twisted face. He's been hiding there ever since that loud noise. Hiding in that water basin. That bastard from the ship of madmen. To this day, Stu refuses to speak. Ja, lass uns mal über deine körperliche Verfassung reden. Du hast keine Haut, keine Augen und keinen Mund. Wie kann er der Wahnsinnige sein, wenn du. Naja. He must know where Rochette is. He certainly has many secrets. Welches laute Geräusch? What do you mean by the loud noise? It was the wail of Ichthyosauria, enraged by the ship of madmen. Though my memory has long been hazy, I would never forget that sound. It still echoes in my ears. Ja, ich glaube, wenn ein Wesen so riesig ist, wie das, wo die da drin wohnen, und das Ding schreit, dann hörst du das wirklich für immer, oder du hörst nie wieder was, weil dein Kopf einfach, oder dein Trommelfell einfach zerberstet. Kann es, ist es physikalisch möglich? Ich meine, in Filmen und so kennt man das ja, ein Geräusch ist so laut, dass der Kopf explodiert. Ist es physikalisch in der Theorie möglich, dass etwas so laut ist, dass dir nicht nur das Trommelfell platzt, sondern auch der Kopf vom Druck der Schallwelle? Ist das, macht das Sinn? Geht das? What was that ship of madmen you mentioned? A group of nasty pirates. Shameless men. Lord Ebbinghaus kindly took them in more than 10 years ago, but he never thought they would bring disaster. They committed all kinds of evil deeds to steal Ichthyosauria's wisdom. Lord Ebbinghaus eventually defeated them. But the surviving crew are still wandering in Ichthyosauria to this day. But no matter. We will be victorious in the end.
and restore Ixthiosauria to its past glory. Why do I have no memory of these things at all? Weil du übelst zuckerwassersüchtig bist. Don't be surprised, my friend. After the loud noise, everything started to get blurry. Blurry. Okay. Also die Frage, gehe ich jetzt oben weiter, gehe ich hier weiter? Hier sieht es halt echt aus, als würde es hier wirklich weitergehen. Wobei, das sieht eher aus wie ein Shortcut jetzt, wo ich hier bin. Oh mein Gott, mein Händler-Dude. Was hast du dabei? Ich meine, ich habe nichts mehr. Oh, übel viel Zeug. Aha, aha, aha. Oh, ich bin nice shit. Ich meine, ich kann jederzeit nochmal grinden gehen, wenn mir danach ist. Weil ich kann bei... Ach, wir sind wieder in der Höhle. Da hinten ist das Absperrband, das rote mit den Schwertern. Das heißt, das hier war zum Glück nur ein Shortcut. Das heißt, wir gehen nach da weiter. Wieder nach oben und dann muss es da oben ja weitergehen. Nee, ich kann ja theoretisch mir einen Trank machen, der mir die Knochenmenge verdoppelt, die ich für kurze Zeit kriege, für 10 Minuten, glaube ich. Und dann kann ich ziemlich gut farmen. Das habe ich jetzt gemacht, als ich für Level gegrindet habe. Das kann ich natürlich auch benutzen, um dann einfach Währung zu haben und bei dem Händler einzukaufen. What the fuck is you? Ich finde die so eklig. Mach die weg! Droppen auch insgesamt jetzt nicht so wenig Knochen. Ich wollte gerade sagen, das sieht nicht aus, als würde ich dahin wollen. Das sieht schon cool aus, ne? Wie gesagt, es ist halt ein Mobile-Game und die Render-Distance ist nicht so geil, aber so insgesamt, die haben sich schon Mühe gegeben. Erklimme den Turm des Ursprungs. Und hier ist ein Altar. Oh mein Gott. Altar, ich war noch nie so froh, dich zu sehen. Erstmal speichern und erstmal heilen. Speichern ist ja nebensächlich. Oh mein Gott, ein riesiger Dude. Ich glaube, ich wechsle nochmal auf Geralt. Denn ich habe mich so ein bisschen jetzt doch... Also Geralt ist schon ein nicer Dude. Ist halt schwer zu spielen. Weil ich mit den Iframes in dem Spiel nicht ganz gut klarkomme, was vielleicht ein Ich-Problem ist. Aber dieses Dang erinnert mich so sehr an aus Final Fantasy VII. Oh my fucking Gott! Mein Herz. Holy shit, das war so laut auf meinem Ohr. Okay, der dreht sich einfach weiter. Okay. Ich hab keine Rage. Ich kann das nicht triggern. Heilige Scheiße, mein Herz, ey. Boah. Ich war auch gerade einfach so konzentriert oder so abgelenkt von mir selbst. Oh. Was ein Bastard. Jesus Christ. So, jetzt aber. Ich will aber nur gegen einen gleichzeitig kämpfen, deswegen... Nice, erwischt. Komm, stagger den oder bring den um, das geht auch. Hallo? Muss ich die so ermorden? So, Sendril wieder triggern. Erwischt. Bumm. Nochmal. Und bam! Gut. Die geben auch genauso viele Knochen oder fast so viele Knochen wie die anderen, die Typen, die wir vor dem Bossfight hatten. Die mit den Doppelklingen. Oh mein Gott, das ist endlich ein Hedgie, den wir noch nicht gefunden hatten. Also einer der Hedgies, die wir noch nicht gefunden haben. Der will, glaube ich, immer Blumentierknochen, ne? Okay, dann nicht. Gesundheitstränke vielleicht? Auch nicht. Bleib bitte hier. Nein! Oh mein Gott, ich habe es wieder verkackt. Ich glaube da nicht. Habe ich ihm nicht nur die Sachen gegeben, die er nicht will, sondern er ja auch einfach. Huch! Sweet dream. A dazzling warm light. In the deepest part of their memory. A remote and untouchable abyss. Please don't disturb me. Let me stay inside this wonderful memory. Just for a while. I hear it again.
That terrible loud noise. Your body. That familiar smell. The same stinker those thieves coming off that ship of madmen. Filthy things. Overconfident fellows. Great Ichthyosauria will curse you all again. Thieves? Look at this place. I can't think of anything valuable to steal here. Let's not waste our time. None of these people seem to be normal. Sagt die sprechende Eule, die von einem Kutscher gesteuert wird. Frechheit. Absoluter Rassist, der Typ. Nochmal große Knochen. Wow! Wo kam das Ding denn her? Ich will eigentlich nochmal zum Altar zurück und gucken, ob der Hedgie dann respawnt. Ich weiß, das habe ich schon mal probiert. Ich weiß aber nicht mehr, was das Ergebnis war. Das hatten wir in einem anderen Level auch schon mal, dass wir einen Hedgie, wir als Kollektiv, haben den Hedgie verscheucht. Und dann konnte ich den nicht mehr mitnehmen. What do you mean? Das ist das, was ich meine. Wo ist der I-Frame zum Slow-Motion-Dodgen, damit ich meinen Sendril-Punkt kriege? Oh. Da war einer. Okay, das war weder elegant noch gut. Aber im Endeffekt zählt ja nur das, dass ich gewonnen habe. Und das habe ich. Deswegen. Yay! Au. Das heißt, dass wenn man von der Treppe stürzt, dass ich den einfach zerbersten kann. Au. So, jetzt aber. Jetzt hör halt auf! Okay, die muss man tatsächlich finishen mit dem Move. Ist ein bisschen merkwürdig, aber soll mir recht sein. Oh, es ist tatsächlich wieder da. Komm, kleiner Hedgie. Hier hast du deine Knochensplitter. Ich hoffe, die reichen 80. Ach, du gieriger kleiner Bastard, Alter. Du gieriges kleines Stück Schlumpf. So, der da droppt doch bestimmt welche. Ich hoffe, das reicht dann. Bam, 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 bam. Lass mich raten. Okay. Ich hätte jetzt schwören können, der droppt bestimmt große Knochen, die uns dann nichts bringen. Aber wir hatten Glück. Wir hatten Glück. Hoffentlich hat sich das jetzt nicht resettet. Hat es nicht. Nice, wir haben einen bekommen. Buddeln Sie sich da ein, vielen Dank. Und bekommen, wahrscheinlich das gleiche wie immer. Nein, Stein der menschlichen Natur. Ah. No one can leave Ichthyosauria. No one. Aber Geralt hat es doch schon geschafft. Der ist sogar wieder zurückgekommen und wird es jetzt nochmal machen. Also nicht jetzt, sondern in nachher ferner Zukunft. Ein exquisiter Edelstein, den eine Rune von in menschlicher Form eingraviert ist. Offenbar lässt er sich irgendwo einsetzen. Ja, das hat auch der gute Knights Matorias gesagt. Der meinte, wenn du alle Hedges gefunden hast, jetzt habe ich was reingesetzt, wenn du alle Hedges gefunden hast, dann kannst du nochmal zu einer extra Boss Sidequest, glaube ich, gehen. Ja, ich werde es versuchen. Ich werde bestimmt Schneeball! Ich werde vielleicht am Ende des Games nochmal hier alles ablaufen und dann die Hedges sammeln. Dass wir den Extra-Boss natürlich auch noch klappen können. Oder kloppen können. Aber das kommt darauf an, wie sehr mich das Spiel am Ende aufregt. Oh, Jesus Christ. Weil der Guderian, der hat mich schon ein wenig genervt. Gut, klar, es war jetzt einfach nur ein schwererer Boss. Es liegt an mir, dass es mich genervt hat, aber ich... Ich konnte halt keine Folgen aufnehmen und das hat mich genervt. Aber das ist ja nicht die Schuld vom Spiel. Da muss ich einfach nur aufhören zu projizieren, sondern sagen, ey, Jago, da bist du selber schuld. Hättest du vorher mehr aufgenommen, wäre das nicht so ins Schleudern geraten. So. Muss man ja auch mal so sagen dürfen. Altes, schimmerndes Papier. Ja, das habe ich in der Arbeit auch ganz viel. Kinder nehmen nämlich ultra viel Glitzer für alles. Geheimer Befehl, das habe ich auch noch nicht gelesen, ne? Ab heute ist es den Bewohnern von Ichthyosauria verboten, sich dem Seenfluss zu nähern und sein kontaminiertes Wasser zu trinken. Unsere Flusswasserreserven werden in Tagesrationen gleichmäßig an alle verteilt. Wer gegen die neuen Regeln verstößt, wird auf der Stelle hingerichtet. Ah, execute on the spot, nice. Draußen vor der Mauer des Schweigens herrscht tödliche Stille.
Das Einzige, was man ab und zu hört, sind Schreie des Entsetzens. Alle sind mit den Nerven am Ende. Warum wurden diese Kerle auf dem Schiff der Irren nicht vollständig ausgelöscht? Nachdem sie den Seelenfluss verlassen hatten, hätte sie doch der Verderbnis erliegen müssen. Wir haben so viel geopfert. Ich bete für jeden von uns, der nicht mehr fliehen konnte oder freiwillig zum Plünderer wurde. Ich hoffe, dass ihr Leiden schnell zu Ende geht. Okay. Hinter der Mauer des Schweigens ist es ganz still. Who would have thought? Jetzt mal for real. Ich dachte, darum geht's bei dem Ganzen. Hopp. Da ist noch ein Eingang, hier ist eine Tür, hier ist ein Weg, hier ist der Tod. Ja, ich wusste, dass da was steht. Bring mich nicht um. Ich stech dich mit R1, bis du tot bist. Nicer Schlüssel. Hier ist noch ein Heiltrank. Nehmen wir alles mit. Reden. Enforce the will of Lord Ebbinghaus. Let them pay the price for their arrogance. Lord Ebbinghaus gave us meaning. Gave us the soul river water. We must protect his favor. Curse those madmen to eternal torture. If Ichthyosauria cannot rise again, then let us fall with it. This is the fate of those who trembled on the good will of Lord Ebbinghaus. Okay. Weiß nicht, ob sie da jetzt die Wahrheit sagt. Wir haben auch keine Ahnung, was das jetzt mit dem Schiff wirklich auf sich hat. Hier ist irgendwas am Knurren. Hier sind Spinnweben. Da läuft irgend so ein kleines Ding rum. Und ich würde sagen, hier ist ein perfekter Cut. Auch wenn wir jetzt nicht an einem Ding sitzen. An einem, wie heißt das? Altar. Aber meine Stimme geht langsam zur Neige. Und ja, ich mache jetzt ein kurzes Päuschen und dann geht's hier nochmal weiter mit einer Folge. Für mich, ihr seht das dann halt alles am nächsten Tag. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Bye, bye.